Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. So, der dritte Teil von dieser kleinen Reihe, wo ich euch in das Attribut TextShadow einführe, da möchte ich euch zeigen, wie man solche schönen 3D-Effekte zeigen kann oder erstellen kann, wie hier bei Überschrift und hier bei der Überschrift. So, und das ist ganz einfach, das lässt sich ganz rasch machen. Und zwar, hier habe ich einmal eine Klasse S1 definiert für die Überschrift H1. Und jetzt habe ich einfach in dieselbe Richtung immer wieder habe ich verschiedene Grautöne reingelegt. Also einen ganz leichten Grauton, dann einen etwas dunkleren, noch dunkler, noch dunkler, noch dunkler, bis zu einem sehr dunklen Grauton, und dadurch ergibt sich dann eine solche Überschrift, die von hellen bis zum dunklen Schatten übergeht. Und bei der zweiten Überschrift habe ich das Ganze einfach umgedreht gemacht. Das heißt, der hellste Schatten liegt ganz unten und der dunkelste ganz oben, wodurch sich so ein sehr scharfer Absatz erstellt, während die erste Überschrift weicher erscheint. So, das ist so eine Möglichkeit, eben wirklich so einen Schattenfluss herzustellen und eine Art 3D-Effekt für eine Schrift oder für einen Textteil. Und damit kann man das einfach machen. So, das ist jetzt nicht so ganz so spannend. Viel spannender ist denn, wo bekomme ich diese Farben her? So, und das wollte ich euch auch noch zeigen. Es gibt einmal eine Seite, die nennt sich htm-color-codes.info/color-names-. Und auf dieser Seite findet ihr rote Farben zusammengestellt. Das ist einmal hier der Farbton, dann ist es einmal der Name, den ihr eintragen könnt. Also ich habe euch ja immer gezeigt, so mit Green zum Beispiel. Ne? Also hier zum Beispiel habe ich White eingetragen und hier oben zum Beispiel Green und Red. So, und da gibt es noch mehr Farben, zum Beispiel hier Indian Red, Light Coral, Salmon. So, das könnt ihr alles eintragen. Und dann könnt ihr hier auch zum Beispiel schauen, dass ihr hier so einen Farbfluss hinbekommt. Ihr könntet also einen roten Farbfluss zum Beispiel erstellen. Oder hier zum Beispiel rosa. Hier hinten habt ihr den Hexadezimalcode der Farben. Den könnt ihr natürlich auch eintragen. Hier ist der sechsstellig. Und habe euch ja schon früher gezeigt, dass man den eben auch dreistellig, wie ich das hier zum Beispiel gemacht habe, benutzen kann. Oder neunstellig. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber sechsstellig ist so das Übliche. So, dann habt ihr hier Orange zum Beispiel, hier habt ihr Gelb, verschiedene Farben, Formen von Gelb, wobei nur die ersten beiden wirklich gelb sind, die anderen, das sind alles solche, ja, ich sag mal so abgewandelte Weißfarben eher für mich. Lila habt ihr, Grün, Blau und Brauntöne zum Beispiel. Dann hier alle möglichen Farbformen von Weiß und hier unten auch Grau. Wobei Grau für mich immer so ganz einfach ist, das seht ihr hier auch schon, dass man dort einfach immer die alle drei Werte für Rot, Grün und Blau, wie sie hexadezimal angegeben werden, gleichsetzt. Und dann ergibt sich automatisch ein Grau und dadurch ist das einfacher für mich über das über Hexadezimalzahlen einzugeben. Aber ihr hättet eben auch die Möglichkeit, das Ganze mit Namen anzugeben. So, das ist die eine Möglichkeit. Eine schöne Übersicht habt ihr hier auch auf dieser Seite www.crockford.com. Und dann gibt es hier so ein wrrld-color.html. Wenn ihr nach CSS und dann hier habe ich das schon eingegeben gehabt, Color Name sucht, so, dann findet ihr das auch relativ weit oben.
Ja, so, das wäre also eine Möglichkeit, an die Farbnamen heranzukommen. Und hier habt ihr die einmal schön in Übersicht und könnt euch das raussuchen. Das Problem an dieser Seite ist einfach, dass das völlig durcheinander geordnet ist. Und so, dass ihr eben tatsächlich gucken müsst, was passt denn zu welchen. Das habt ihr hier nicht und dafür habt ihr hier aber nicht so die gute Übersicht. Also ich mache mir meistens, wenn ich mit Farben arbeite, diese beiden Seiten auf und gucke dann, was brauche ich gerade im Moment. So, gut, das war's für dieses Mal. Spielt ein bisschen mit diesem Textschatten herum. Das ist ein relativ mächtiges Instrument. Da kann man noch wesentlich ganz andere Sachen mit gestalten. Die mag ich euch jetzt gar nicht alle zeigen, weil sonst müsste ich noch 5 Videos drehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem weiteren Attribut von CSS. Bis dann.